So, liebe Community, wir stehen heute hier auf der LearnTech in Karlsruhe. Ich stehe hier mit dem Frank Siepmann. Er ist der Initiator von dem E-Learning Award, auch Herausgeber vom führenden Fachmagazin, dem E-Learning Journal. Wir haben heute den ersten Platz hier gemacht. Wir freuen uns riesig, auch wenn die Entscheidung bestimmt extrem schwer war, wenn man gesehen hat, wie viele tolle Projekte heute ausgezeichnet worden sind. Herr Siepmann, können Sie kurz erklären, was ist für Sie der E-Learning Award? Wie sieht auch ein bisschen so der Prozess aus zur Vergabe? Ja, also den E-Learning Award gibt es jetzt seit 10 Jahren. Das hatte ganz klein begonnen. Unser Ansinnen ist bis heute das gleiche geworden: State of the Art sichtbar machen. Das große Problem der Kollegen in den Unternehmen, in der betrieblichen Bildungsarbeit, ist halt, allgemeine Wahrheiten wahrnehmen zu können. Wir haben halt in der berufspolitischen Ordnungsarbeit haben wir keinen Anhaltspunkt dazu. Das heißt, das ist autarke betriebliche Bildungsarbeit. Ist ja auch gut so halt. Ne? Aber das heißt, wie kann ich wirklich sagen, was sagt die Wissenschaft dazu? Ne? Was für eine Wirkungsforschung haben wir da? Wie gehe ich damit um? Und vor allen Dingen, wie kann ich auch die obere Führung davon überzeugen, dass das nicht esoterisch ist, was man da gerade probieren möchte? Das ist halt für uns der E-Learning Award. 87 Kategorien, die jährlich die Jury halt durchforsten muss halt, wie Sie schon gesagt haben. Das ist natürlich ein ganz langer Weg, aufs Treppchen bis ganz oben zu schaffen. Aber ihr habt es verdient. Und insbesondere, was ich ja auch als Jury-Mitglied genauso mit unterstützt habe, ist, weil wir die normativen Handlungsfelder, die strategischen Handlungsfelder und die operativen Handlungsfelder im Blick genommen haben. Und das habt ihr halt gerade unternehmensweit und Conti aus unserer Sicht hervorragend gelassen. Freut uns auch wirklich sehr. Vielleicht noch eine Frage. Sind wir in Deutschland schon eine Weiterbildungsrepublik und was muss passieren, damit das Thema betriebliche Weiterbildung, Bildung, Wissen wirklich noch stärker auf die Center Stage kommt, was Sie ja hier auch mit der LearnTech jetzt schon wunderbar machen? Wir leben in einer Weiterbildungsgesellschaft. Ja. Der Treiber der Weiterbildungsgesellschaft ist schon längst das informelle Lernen in den Unternehmen. Wenn sich die Flughöhe angucken, was halt die berufspolitische Ordnungsarbeit uns anbietet, wird sichtbar, dass dort auch kein Unterbau und Strukturen da sind, dass der unregulierte betriebliche Bildungsarbeit gar nicht mehr im Blick genommen werden kann. Nehmen wir mal ein Beispiel, das BIP-Bundesinstitut für betriebliche Bildung hat 750 Mitarbeiter und die haben vor Jahren ihre Weiterbildungsabteilung aufgelöst. Warum haben sie die aufgelöst? Sie kommen mit den 750 Mitarbeitern gar nicht mehr hinterher, das duale System anzupassen, ja, weil wir in so einer Geschwindigkeit sind. Ja. Und das ist halt der Verdienst in der betrieblichen Bildung, weil der Need zur Kompetenzentwicklung halt da ist in den Unternehmen, selber Lösungen zu finden und im Trial-and-Error-Prozess sich anzugleichen der Internationalisierung. Weil fast alle Trends, die wir hier, die bei uns landen, sind schon mal irgendwo erprobt worden. Aber es gibt nirgends so eine strukturierte Beruflichkeit wie im Dachbereich Schweiz, Österreich, Deutschland. Insofern haben wir halt einen anderen Weg zu gehen. Vielen Dank. Immer. Sehr gerne.